Leute, willkommen beim Phantasis Studio und willkommen bei einem weiteren Projekt, das wir für einen Kunden die Woche fertiggestellt haben. Es handelt sich hier um eine Warhammer Fantasy Zwergearmee, Zwerginarmee. Und es sind etwas über 100 Modelle und die wollte ich euch im Einzelnen vorstellen. Ich glaube, es war einer unserer Abonnenten auf YouTube, der genau diese Armee vor einiger Zeit in einem Unboxing- bzw. Auspack-Video bzw. Order of the Week gesehen hat und doch darum gebeten hat, dass wir dann, wenn die Armee fertig ist, eine kleine Präsentation machen. Ja, das ist hier der Fall. Fangen wir mal kurz an. Wir haben hier vorne, ach ja, kurz was zur Qualitätsstufe. Die meisten Modelle hier sind auf Level 4 Skirmish-Qualität bemalt, beziehungsweise die Charaktermodelle auf Level 5 Character. Und noch ein interessantes Detail, bis auf ein einziges Modell sind hier tatsächlich alle Modelle mittlerweile komplett aus Kunststoff. Und das ist schon faszinierend, wie weit es Games Workshop mittlerweile gebracht hat, dass so eine komplette Armee rein aus Kunststoffmodellen bestehen kann. Finde ich persönlich sehr, sehr, sehr cool. Okay, fangen wir im Einzelnen an. Wir haben hier eine normale Zwergenkanone mit Besatzung und eine Orgelkanone. Ein Detail, was hier sehr gut ist, man sieht es so von oben, sind diesen blauen, glühen, fast schon ins Weißlich gehende, diese Runen, die hier oben drauf sich befinden, gute zwergische Schmiedearbeit. Wir haben hier in der Mitte einen Haufen bekannter Charaktermodelle, unter anderem auch den neuen Slayer oder diesen neuen Zwergenheld hier, so mit eines meiner absoluten aktuellen Lieblingszwergenmodelle überhaupt. Wir haben da hinten noch diese zwei Runenschmiede in den zwei verschiedenen Versionen. Sehr cool ist hier an der Fackel, dass da so ein leichter Leuchteffekt eben angebracht wurde. Wir haben noch ein weiteres Zwergenmodell hier hinten. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Was hier ein sehr cooles Detail ist, dass dieser Schmiedeofen hier oben richtig glüht. Das Glühen sich hier an dem Helm so ein bisschen widerspiegelt. Und dann hier so kleine Rauchfäden gemacht wurden. Das ist ein sehr schönes, cooles Detail. Gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier 20, ich glaube es sind die Eisendrachen, die, ich habe mal gehört, angeblich die neuen Space Marines des Warhammer Fantasy Universums, sind wohl ziemlich hart. Dann haben wir 20 Hammerträger, 20 Langbärte, hier nochmal mit einer austauschbaren ersten Reihe sozusagen. Ein Haufen normaler Zwergenkrieger mit einer kompletten Kommandoeinheit, auch dann hier mit einem Freehand hier vorne auf die Standarte, eine kleine Zwergenrune. Dann haben wir 10 Armbrustschützen, 10 Musketenschützen, die ebenfalls dann mit einer Kommandoeinheit ausgestattet. Und hier hinten halt dieser Standartenträger aus Finecast ist der noch. Und da ist das Besondere, dass hier auf der Standarte so ein bisschen im Non-Metallic-Metal-Stil diese Borte gemacht wurde. Sieht auch sehr cool aus, ist keine Metallfarbe. Und dann haben wir da hinten noch den Gyrocopter und den Gyrobomber. Ihr seht, die Modelle sind zum größten Teil an der Farbvorlage vom Games Workshop orientiert. Das wollte der Kunde so. Der Gyrocopter sieht ziemlich klein aus im Vergleich zum Gyrobomber, ist aber ein sehr cooles Modell, gefällt mir auch echt gut. Und haben wir noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ich glaube, das ist alles. Ja, ist eine sehr schöne Armee aus einem Guss. Wie gesagt, etwas über 100 Modelle roundabout und wenn ihr Interesse habt, dass wir eine Armee in dieser oder anderer Form für euch reproduzieren, in diesem Fall hier haben wir die Modelle komplett für den Kunden beschafft und dann eben zusammengebaut und bemalt. Wenn ihr auch daran Interesse habt, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei, www.phantasos-studio.de. Wir beschaffen euch die Modelle, bauen sie für euch zusammen und ja, bemalen sie nach euren Wünschen, dass ihr dann eben auch so eine komplett spielfertige Armee nach einiger Zeit vor eurer Haustür haben könnt. Ja, das war's für heute und bis demnächst. Tschüss!